Gut. Und wir müssen hier den Spin-Dings-Dangs-Dungs machen. Auf laut und Spin und Smash. So. Wow. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Ich denke schon. Geht's hier raus? Tempelberg. Ja, wunderbar. Raus da. Aber schnell. So. Mal gucken, kann ich jetzt irgendwo anders hin? Tempelberg? Hm. Nach Euro. Mal gucken. Es wird jetzt wahrscheinlich komplett falsch sein. Aber naja. Sehen wir ja dann später eh, ne? Euro! Also nicht D-Mark, nicht Schilling, nein, Euro. Haha. Und wir sind wieder in Euro. So, jetzt gehen wir nochmal zu diesen zwei komischen alten Kauzen hier herinnen. Die Tränen der Geister in der Teekanne zeigen dein wahres Ich. Über die auf dem Tempel auf dem Tempelberg aufbewahrte Teekanne ist ein Streit ausgebrochen. Tränen, die einst ein Geist vergoss, sind dazu. Okay, also scheinbar. Scheinbar. Habe ich doch was vergessen dort. Ach Mensch. Nein. Nein. Aber hier gibt es eine Teekanne, oder? Hallo. Das ist eine Teekanne. Wir nennen sie Tränenkanne. Einst brach ein furchtbarer Krieg aus. Bla bla bla. Okay. Ja, das war jetzt etwas blöd. Ja, gehen wir nochmal hier das rote Juwel ablegen. Hallo Reisender. Bewahre meine Juwelen auf. Jetzt haben wir 18. Nein, ich wollte nicht mit dir reden. So, nein. Okay, ja gut. Ja Leute, tut mir leid für diesen kurzen Abstecher zurück nach Euro. Ich dachte, wir hätten alles, aber scheinbar doch nicht. Und ja, müssen wir wieder zurück zum Tempelberg. Lauf, Will. Der Tempelberg. Tada. Jetzt hoffe ich nur, dass die Gegner... Nein! Verdammt! Wieso? Ah, das war jetzt... Also das war jetzt so ziemlich eines der blödesten Aktionen, die ich je gemacht habe. Ja, auf meiner SNES-Konsole würde ich jetzt Reset drücken. Hat keiner gesehen, hoffentlich. Ich habe jetzt auf meiner SNES-Konsole Reset gedrückt, denn wir haben ja gespeichert. Tada! Wird nicht mehr vorkommen, Leute, tut mir leid. Das wäre mir jetzt echt zu blöd gewesen, wenn ich da jetzt nochmal alle Gegner töten hätte müssen. Ich hoffe nur, ich habe irgendwo gespeichert, aber ich denke schon. So, Spiel beginnen. Spiel 1, Tempelberg. Ja! Gut, wir sind... Ja, wunderbar, wir sind hier noch Freedom. Und wo sind wir jetzt genau? Hier sind wir, okay. Gut, dann muss ich hier nochmal genauer gucken, wo ich hier jetzt eigentlich hin muss. Falls ich da jetzt irgendwas finde. So. Gut, wir haben hier einen Strang zusammengebunden. Dann sind wir hier raufgegangen. Wir haben hier irgendwo einen Strang zusammengebunden. Gibt ja auch keinen Schatz mehr. Oder war das hier? Ach, hey. Unten. Hier. Mensch. Ja, okay, das kommt mir schon bekannt vor. Da waren wir das letztens dann, okay. Gut, wir haben hier diesen da verbunden. Nee, diesen da nicht. War es vermutlich dieser da. Ja, es könnte hinkommen. Ah, da geht's weiter. Mensch, ich bin ja auch... Ich bin richtig blind. Okay. Tut mir leid, Leute. War eine kurze, verwirrte Phase. So. Und ja. Na komm schon.
Autsch. Dich auch noch. So. Ich mach mal hier wieder meine tolle Attacke. Hui. Zack, 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 zack. Das kann ich nämlich auch. Autsch. Naja. Es gibt ja eh so viele Sphärenportale, wo ich meine Energie wieder heilen kann. Also von dem her muss ich ja nicht so aufpassen. Ja, und wir sind stärker geworden. Wunderbar. Kein Schatz, okay. Dann geht's hier rauf, weiter. Nur ein Schatz und null Gegner. Das ist schön. Ja. Und wir haben den... Nein, nicht die, sondern den Teekessel gefunden. Ja. Was bringt mir der jetzt nochmal? Teekessel. Der Krug ist mit Tränen gefüllt. Du hältst den Teekessel hoch. Doch nichts geschieht. Oh. Wie mystisch. Es geschieht nichts. So. Gut, jetzt hätten wir das mit einem kleinen Patzer auch geschafft. Und jetzt darf ich wirklich zurück in die Stadt. Also falls ich da jetzt überhaupt auf die Schnelle zurückfinde, aber naja, den Weg kenne ich ja jetzt schon. Ja, und Runde da! Hey! Und Sprung und... nee, nicht da. Da unten. Und ich muss irgendwo beim nächsten Sphärenportal, das ich hier irgendwo finde, muss ich auf Will umschalten. Sonst komme ich hier nicht mehr raus. Gut, Runde da. Nee. Doch. Bin ich hier richtig? Nein, hier bin ich nicht richtig. Okay. Schon wieder verlaufen. Super. Hier entlang. Sieht gut aus. Oder? Nee. Mensch, ich finde nicht mehr raus. Nein, nein. Das gibt's ja nicht. Naja, Leute, prägt euch hier das ein. So schnell werden wir hier nicht mehr herkommen. Also ich hoffe, ich muss hier gar nicht mehr her. Sag mal, ist das jetzt wirklich hier? Ja, klar, ich bin falsch gelaufen. Da muss ich nämlich gar nicht hin. Glaube ich. Es ist nur dazu da, dass ich hier die Tränen, halt die Pilzdings finden kann. Ich glaube nämlich, dass wir hier irgendwo raus müssen. Oder? Ne, da gibt es auch nur Tränen da oben. Also eine leere Kiste. Mensch, ich finde hier nicht mehr raus. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Dum-di-dum-bi-dum-bi-dum, ich finde nicht mehr raus, ich finde hier nicht mehr raus. Das ist doch ein Kraus, tralala und tralala. Mensch, 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 dann ging es hier runter, oder? Ja, nehmen wir einfach den Weg hier. So. Dann gehen wir darüber. Und laufen weiter. Gibt es hier ein Sphärenportal? Nee. Nee, kein Sphärenportal. Aber doch, das ist... Ja, das ist die Stelle, wo es das Sphärenportal gibt. Nämlich... Hier! Ja. Kennen wir ja. Gut, gut, gut. Und wir fahren uns zurück in Will. Talala! Ja, komm schon! Ja! Verwandel, verwandel, verwandel! Und wir sind Will... Gut. Ich bin verwundert, ich schließe mein... Hallo? Ich wollte eigentlich speichern. Nein! Ja? Ja. So, gut. So. Und Sprung, 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 Sprung. Gut. Gott sei Dank haben wir jetzt dieses grauenhafte Gebiet hinter uns. Also, mir gefällt das absolut gar nicht. Muss ich leider so sagen. Ich finde das absolut schrecklich, dieses Gebiet. Nee,
gefällt mir wirklich nicht. Denn wenn alles irgendwie so labyrinthartig angeordnet ist und verworren ist, das... Nee, das gefällt mir einfach nicht. Kann ich nicht ändern. Gefällt mir nicht. So. Und lauf, 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 lauf. Und hier geht's rüber und jetzt müssten wir im Eingangsbereich sein. Gut. Na, seht ihr, das meine ich. Hier muss ich lang. Oder? Weiß ich nicht. Ja, sieht gut aus. Okay. Und jetzt zurück nach Euro. Und Will verlässt den Tempelberg. Er hat ein altes Relikt gefunden, das ihm auf seiner Reise weiterhelfen wird. In Euro wird er sich mit alten Männern unterhalten, die ihm eventuell etwas mehr über das Relikt sagen können. So geht die Reise weiter. Ja, und willkommen zurück in Euro. So, jetzt sprechen wir nochmal mit diesen beiden alten Männern. Der Kekessel! Es gibt ihn wirklich! Ich fühle die böse Anwesenheit in dieser Stadt, also die Anwesenheit des Bösen. Vielleicht haben sich einige Bewohner in Dämonen verwandelt. Es könnte jemand vom Markt, einer deiner Freunde oder sogar ich sein. Benutze den Teekessel, wenn dir jemand verdächtig ist. Du hältst den Teekessel hoch, doch nichts passiert. Okay. Du hältst den Teekessel hoch, doch nichts passiert. Gut, es soll hier also Dämonen geben. Du hältst den Teekessel hoch, doch nichts passiert. Naja. Dann gucken wir doch zuerst mal zu den Sklaven. Du hältst den Teekessel hoch. Doch nichts geschieht. Okay. Die Sklaven werden wohl keine Dämonen sein. Nanu, der Wind kommt von der Statue. Nachsehen. Ja, und die Statue ist weg. Toll, ne? Hochhalten! 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 Passiert nichts. Okay. Hochhalten! Hochhalten! Ja. Gut, also... Die Alten befürchten, dass hier irgendwo Dämonen unterwegs sein sollten. Warum auch immer. Aber sie haben Angst davor. Und wir, mit unserem tollen, magischen Teekessel, sollen gucken, wer die Dämonen sind. Also ich glaube nicht, dass der Juwelier das ist. Gut. Aber wir können ja weiter gucken. Du bist... Was? Hältst den Teekessel hoch, doch nichts geschieht. Okay. Hältst den Teekessel hoch, doch nichts geschieht. Ja, ich glaube nicht, dass hier jemand vom Markt böse ist, oder doch? Nee. Du vielleicht? Hallo? Nee. Du da? Nee. Zack. Naja, naja. Ich denke mal, es ist sicherlich der König. Bin ich mir sicher. Ziemlich sicher. Guck mal, ich habe vielen schöneren Teekessel. Ja? Haha. Okay, ist ihm egal. Gut. Rein hier. Jetzt gehen wir zuerst zur unfreundlichen Zimmerdame. Du hältst den Teekessel hoch. Doch nichts geschieht. Okay. Du hältst den Teekessel hoch. Doch nichts. Okay. Führe sich selbst. Ja, gut. Oh! Oh. Ich hab... Jetzt ist was passiert. Oh mein Gott. Kuh. Schon bald hüllt sich die Welt in Dunkelheit. Der vorherige Besitzer dieses Körpers schläft nun als Skelett unter dem Schrein. Okay. Oh. Ich weiß jetzt, wie wichtig meine Eltern für mich sind. Ich wünschte, ich hätte ihnen das sagen können. Will,
Lass mich bitte für einen Augenblick alleine. Ich fühle mit dir, Neil. So habe ich dich noch nie erlebt.